Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Korrekt, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video zeige ich euch die Season 4 Intro Cinematic, die geleakt worden ist, die es noch nirgendwo zu sehen gibt. Weder im Spiel noch von Call of Duty. Sie wurde in den Daten gefunden und geleakt. Ich zeige euch diese in diesem Video und wir werden diese Intro Cinematic auch in diesem Video analysieren. Und ich würde euch sagen, was dort passiert und was wir in Season 4 erwarten können, Leute. Doch bevor wir anfangen bei meinem Partner Level Up, gibt es immer noch bis zum 31.05. 20% Rabatt mit meinem Code MANTELHD. Wenn ihr euch da was gönnen wollt, in der Beschreibung ist der Link dazu. Ich danke euch für euren Support. Bevor wir aber anfangen mit der Season 4 Intro Cinematic, BO4 wurde heute einfach so geupdatet. Es gab keinen Grund dafür und mein weiß immer noch nicht, was dort genau getan worden ist. Falls da was Neues rauskommt, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Gestern ist auch das Maxis Death Veil Bundle rausgekommen in den Shop von Warzone und Cold War und hier seht ihr den Finishing Move dazu. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Season 4 Intro Cinematic und ich werde die Intro Cinematic jetzt erstmal abspielen lassen für euch, dann könnt ihr euch die anschauen. Sie ist auf Englisch, nicht auf Deutsch, aber danach werden wir diese Cutscene zusammen analysieren und ich werde euch sagen, was dort alles passiert und was wir auch in der Zukunft in Call of Duty erwarten können. Viel Spaß! Rescued Adler faster than predicted. No matter, our work with him is done. So we move forward? Not yet. Their satellites are interfering with our broadcast. The Verdansk test subjects are in place, but we're not getting through. They still don't know what we're doing. We have the advantage. We should press it. Our man in South Africa is standing by. Agreed. All the pieces are in play. Make the call. So, das war die Season 4 Intro Cinematic und in der Season 4 Intro Cinematic haben wir einen Bildschirm gesehen. In diesem Bildschirm konnten wir ein Datum erkennen und zwar steht dort 10. Juni 1984 und wir sehen auf der anderen Seite unten rechts steht Verdansk. Die Cutscene zu Beginn von Season 3 bei Mount Yamantau hat das Datum 2. Juni 1984. Also spielt die Season 4 Cutscene 8 Tage später als die Cutscene bei Mount Yamantau. Wir können übrigens auch erkennen, dass Woods in der Cutscene Adler retten möchte und wir wissen auch, dass sie im Hospital sind, weil am Ende der Season 3 Cutscene von Mount Yamantau Adler auf einer Liege gefesselt liegt und Stitch sich ebenfalls in diesem Raum befindet. Kurze Zeit später sehen wir, dass Stitch eine Tür öffnet und herausgeht. Am Ende der Cutscene befindet sich Stitch auf dem Hospital, weil man auf diesem Bild hier unten rechts die Dachfenster auf Hospital erkennen kann und man sieht sogar die Gleise vom Hospital und rechts sieht man diese Brücke, die auf die andere Seite zu Downtown führt und wir sehen natürlich auch den Kanal. Also befindet sich Stitch hier im Hospital. Es sieht hier natürlich nicht ganz so aus wie im Spiel, aber man kann auf jeden Fall erkennen, dass wir uns wie gesagt im Hospital befinden. Nachdem Woods Adler in der Cutscene gerettet hat, sagt Stitch, dass die Arbeit mit Adler erledigt ist. Was meint er hiermit genau? In der Cutscene von Mount Yamantau haben wir gesehen, dass Perseus ein Zahlenprojekt von Dragovic gestohlen hat, um Adler damit zu brainwashen. Stitch sagt, das was Dragovic mit einer Person hinbekommen hat, werden sie mit einer ganzen Nation machen. Mit Arbeit bei Adler erledigt, meint Stitch, dass sie ihn vollständig gebrainwashed haben. Stitch sagt dann noch in der Cutscene, dass die Satelliten ihr Signal stören und die Verdansk-Testobjekte platziert sind. Danach sieht man Leute, die mit dem Fallschirm herunterfliegen und es sieht so aus, als ob sie auf Rebirth Island sind. Es kann gut sein, dass Stitch und seine Crew versuchen in Season 4 diese Störsignale zu eliminieren, damit deren Signal nicht mehr gestört wird. Man kann auch erkennen, dass Stitch mit der Faust auf einen Blueprint haut.
gebaut. Das sieht so ähnlich aus wie die Blueprints, die Treyarch ständig auf Twitter posten. Man kann jedoch aber nicht erkennen, was hier genau abgebildet ist. Ein Satellit erinnert mich auch stark an Array. Vielleicht bekommen wir in Season 4 einen Ort, der ähnlich aussieht wie Array oder eventuell Array als neue Map in Cold War. Der andere Satellit sieht so aus, als ob er im All schweben würde. Und Rafe sagt dann noch, sie haben keine Ahnung, was wir machen. Und dann sagt sie noch, dass unser Mann aus Südafrika bereit ist. Stitch sagt dann, einverstanden, alle Teile sind im Spiel. Tätige den Anruf. Also, was wissen wir über Südafrika in Call of Duty? Eigentlich nichts, aber wir wissen etwas über Afrika, denn relativ am Anfang der BO2-Kampagne rettet man Woods aus einem Container in Angola. Man findet dann heraus, dass Raul Menendez in Afrika ist. Er hat dort Waffen in den 80ern verkauft und die Map Satellite hat sogar die Menendez-Kartellflagge und der Ort der Map Satellite ist auch in Angola, also hat dies alles miteinander zu tun. Wenn wir uns jetzt die letzten Seasons anschauen, können wir sehen, dass wir in Season 1 Stitch als Operator bekommen haben, in Season 2 war es Naga und in Season 3 ist es Rafe, also alles Perseus Operator. Deswegen kann es gut sein, dass wir in Season 4 einen weiteren Perseus Operator bekommen werden und dies könnte eventuell Raul Menendez sein. Das muss natürlich nicht der Fall sein, aber es ist, denke ich, die Kontaktperson aus Südafrika, die Rafe angesprochen hat. Dies muss natürlich nicht Menendez sein, sondern kann auch irgendwer anders sein, aber es ergibt natürlich alles Sinn, dass dies auch Menendez ist. Auf jeden Fall werden Perseus und Stitch weiter an diesen Zahlenprojekten arbeiten, womit man Menschen anscheinend brainwashen kann und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das war's mit den ganzen Informationen zur Season 4 Intro Cinematic. Jetzt habe ich noch ein paar mehr Informationen über die E3, die ja auch bald stattfinden wird, denn die E3 findet vom 12. bis zum 15. Juni statt und dies komplett digital. Jeder kann dort teilnehmen und das komplett kostenlos. Es gibt keine digitalen Tickets oder Eintrittskarten, damit man gewisse Livestreams sehen kann. Es ist komplett kostenlos für jeden zugänglich. Sony und EA nehmen hier nicht teil. Wahrscheinlich machen sie eigene Präsentationen zu einem anderen Zeitpunkt. Dafür ist Activision aber unter anderem dieses Jahr dabei. Es gehen auch Gerüchte rum, dass GTA 6 eventuell angekündigt werden könnte, weil Take-Two auf der E3 ebenfalls vertreten ist. Diese Info aber bitte sehr, sehr kritisch sehen. Ein genauer Zeitplan aller Streams ist noch nicht veröffentlicht worden und ob dort eventuell WW2 Vanguard angekündigt ist, weiß man natürlich ebenfalls noch nicht. Falls da weitere Informationen rauskommen werden, werde ich euch Bescheid geben. Aber was wir zu WW2 Vanguard wissen, ist, dass in den Daten in Warzone Hinweise zu finden sind, die auf ein Live-Event zu WW2 Vanguard hindeuten, beziehungsweise zum neuen COD. Und ich denke mal, dass das neue COD, wahrscheinlich wird es WW2 Vanguard sein, in Warzone angekündigt wird, dass wir dort einen Trailer sehen, genauso wie mit dem Live-Event zu Cold War damals. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Leute, das war's mit den ganzen Informationen heute in dem Video. Wenn du neu hier bist und auch up-to-date bleiben möchtest, was Call of Duty angeht, fühl dich frei, ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr von mir verpasst und immer benachrichtigt wirst, wenn ich ein Video hochlade. Und wenn du meinen Partner Level Up abchecken möchtest, momentan gibt es 20% Rabatt mit meinem Code MANTELHD. Der Link ist oben in der Beschreibung. Ich danke euch für euren Support. Ansonsten bin ich auch täglich immer um 17 Uhr live auf Twitch. Der Link ist dort ebenfalls in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort einschalten würdet. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.